So, willkommen zurück bei Phoenix Wright Ace Attorney und ja, wir wenden uns heute zum dritten Fall und zwar Wandel des Samurai. Wer es merkt, Wandel. Das wird euch noch sehr lange so gehen. Du hast mich zum letzten Mal gedemütigt, die Samurai. Der blaue Mond am Himmel schreit nach deinem Blut. Mond? Nein, du solltest zum Mond aufblicken. Denn er wird das letzte Mal sein, dass du den Mond siehst. Wir sehen uns in der Hölle, böser Richter. Waka! Das Schwert des Kriegers glänzt im Mondlicht und schlagt zu. Einer ist gefallen, aber wer? Das weiß nur der Mond. Verpassen Sie nicht die nächste spannende Folge von Rückkehr des Schwarzen Noten. Willkommen im Fernsehen, der Stil-Samurai. Das muss ich nachher mal fragen. Ah, das war richtig krass. Wir sind uns in der Hölle, böser Richter. Fuchtel nicht so mit dem Besen herum. Ah, Nick, ich wusste nicht, dass du... Scheiße, ist die Musik laut. Wow, ich wusste nicht, dass du hier bist. Ja, die Musik war laut. Natürlich bin ich hier. Was hast du denn da für eine surreale Sendung geschaut? Was, Nick? Heißt das, du kennst den Stil-Samurai nicht? Er ist der beliebteste TV-Held bei den Jugendlichen. Jugendliche? Wie jugendlich denn? So 10 Jahre alt. Und warum zum Teufel flippst du dann so aus? Hey, ich bin erst... In Anführungsstrichen bitte. Erst 17. Mit 17 bin ich auch noch ein Teenager. Nicht so wie du, Nick. Hey, sprich nicht so mit mir, als wäre ich ein Opa. Ich bin selbst erst 24. Mach mal 24, 31, 7. Gut. Muss gerade mal was nachprüfen. Dann schau's mit mir an. Er ist so cool und total angesagt. Als Grundschüler nach ihrem Berufswunsch gefragt wurden, war der Stil-Samurai Nummer 1. Ich mache mir wirklich Sorgen um die Kids von heute. Stil-Samurai und Beruf? Opa! Gut, der Stil-Samurai ist vorbei. Zeit, das Büro abzuschließen. Du hast recht. Moment mal. Ihr sitzt den ganzen Tag im Büro und... Nee, du sitzt den ganzen Tag im Büro und schaust Fernsehen? Wenn du dafür bezahlt wirst, dann will ich diesen Job auch haben. Wenn wir nur ein paar Mandanten hätten. Seit meinem Prozess ist schon ein Monat vergangen. Der Mord an mir war eine ganze Weile in aller Munde, aber keiner hat dabei die Anwaltskanzlei Wright & Partners beachtet. Wie soll ich mich in diesem Monat bloß mit der die Miete bezahlen? Also als Mia noch Chefin war, hat es ja ganz gut geklappt mit dem Geld, wie du ja selbst sagtest. Das wird schon. Ich bin sicher, dass du ein guter Mann dann schon so gut wie vor der Tür steht. So Unrecht hat sie ja nicht. 16. Oktober, 8:14, Schlafzimmer von Phoenix Wright. Sein Schlafzimmer? Ohne Bild. Ring. Ring, 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 ring. Banana Phone. Hallo, hier ist Phoenix. Nick! Maja, was ist denn los? Es ist noch so früh. Der Stil-Samurai wurde verhaftet. Hä? Der Typ aus der Serie? Ja! Das heißt, der Stil-Samurai hätte einen Schurken getötet. Dafür ist er doch da, oder? Ja, im Fernsehen! Ja, im Fernsehen. Nein, er hat tatsächlich getan. Im richtigen Leben, meine ich. Er hat einen Schurken mit seinem Samurai-Speer aufgespießt. Ich habe keine blassen Stimme, wovon du da redest. Komm einfach nur schnell ins Büro, bitte, Nick. Was erwartest du von einem verschlafenen Phoenix? Der kriegt gar nichts mit. Maya ist schon da und sieht fern. Jetzt die Morgennachrichten. Der Schauspieler Will Powers wurde gestern verhaftet.
Powers spielte die Hauptrolle in der beliebten Kinderserie Der Steel Samurai Krieger von Old Neo Tokyo. Er wurde unter Mordverdacht festgenommen. Das Opfer war Jack Hammer, der den Schurken Böser Richter gespielt hat. Seine Leiche wurde in dem Kostüm des bösen Richters gefunden. Der Steel Samurai Speer steckte auch noch in dem Körper. Die Polizei hätte diesen Speer für die Tatwaffe und hat die Ermittlungen aufgenommen. Das muss ein Scherz sein, oder? Nein! Das ist ein Albtraum, das Ende des Steel Samurais! Das ist das Ende der Welt! Ring, 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 ring. Banana Phone. Werde ich nie lassen können. Ab heute. Ja, Kanzlei, Wright und Partner? Was? Nick! Es ist der Steel Samurai! Was? Ja, ja, natürlich! Wir sind gleich da! Lass uns gehen, Nick! Gehen? Wohin? Phoenix, mal wieder die lange Leitung. Sie haben den Steel Samurai in die Strafanstalt gesteckt. Ja. Und? Also, habe ich entschieden, dass er unser erstes Fall sein wird. Du hast entschieden, dass der Steel Samurai unser erster Fall sein wird? Reden werde ich mit dir aber trotzdem davon noch eine Runde. Ich nehme es zurück. Schon mal voraus, warum ich nicht mit dem rede, was das ist. Das sind nur Tipps für das, was man als nächstes machen sollte, von ihr gegeben. Eine Art Hilfestellung, aber die brauche ich ja nicht. Angeberisch tu. 16. Stimmt was nicht, Maya? Das ist er, in Fleisch und Blut. Ist das wirklich dieser Typ? Was meinst du mit dieser Typ? Natürlich ist er es. Will Powers, unser Mandant, das ist er. Vielleicht sollte ich das nicht sagen. Aber... Ja, das ist ganz sicher. Mord wenigstens einmal oder auch zweimal. Was sagst du da? Ja, ja. Stimmt etwas nicht. Nein, nein. Na, das fängt ja gut an. Ich weiß, Sie sind enttäuscht, nicht wahr? Enttäuscht? Ach nein. Nein, es ist okay. Das ist mein wahres Gesicht. Als ich die Rolle des Steel Samurais mit dieser Maske bekam, entschloss ich mich, mein Gesicht erst nach der Serie wieder öffentlich zu zeigen. Wegen der Kids, wissen Sie, ich wollte Ihre Träume nicht zerstören. Aha. Ich denke, das war egal. So viel zum Thema Träume. Und frag mich, was Sie jetzt vom Steel Samurai denken. Nick! Was? Er ist ein guter Junge. Ich meine, er ist anständig. Ja. Er war es nicht. Die ändert ihre Meinung genauso oft wie der Richter. Okay. Vielleicht erzählen Sie uns erstmal, was vorgefallen ist. Ja, natürlich. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Tja, es ist ja auch gestern passiert. Die Besetzung war zu einer Probe in den Global Studios gekommen. Morgens um 10 haben wir einige Action-Szenen geprobt. Für 17 Uhr war eine Probe angesetzt. Als es dann kurz vor 17 Uhr war, versammelten sich die Besetzung vor dem Studio. Der böse Richter wurde zusammengesogen und neben dem Set gefunden.